Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Interessenskonflikte verhindern, größtmögliche Transparenz herstellen und das Vertrauen in die Politik stärken. Alle Details zu diesen Maßnahmen und was wir zudem tun, um für mehr Transparenz im Landtag zu sorgen, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Wie unsere Klausur in Bad Windsheim verlaufen ist und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärt im Interview, warum er große Hoffnungen in die Wasserstofftechnologie setzt.